Ja, was ganz Besonderes. Die Tür am Heck. Das lässt einiges vermuten. Grüß dich, Alexander Reichmann. Hallo. Ja, was ist denn das für einer? Ja, hier haben wir, oder hast du dir jetzt ein ganz besonderes Auto ausgesucht. Wir haben ja gerade ein bisschen, sind hier in unserer Gebrauchtwagen, jungen Gebrauchtwagenabteilung, haben wir rumgeschnuppert. Und das ist ein Auto, das kommt tatsächlich aus unserem Vermietsystem. Canada AS. Family. Absolutes Family-Auto, hat hinten Stockbetten. Und solche Autos bekommst du eben, die sind ein Jahr gelaufen dann und bekommst du eben sehr, sehr günstig dann bei uns nach einem Jahr. Also hier machst du kein Geld mehr kaputt groß. Also nee. So ein Auto kannst du 3-4 Jahre fahren und immer noch schön gebraucht verkaufen. Die kann ich sogar nach 3-4 Jahren bei euch vorstellig machen und kann sagen, hey, ich hätte gern ein neues Modell, weil ich will einmal komplett alles neu haben. Mhm. Ihr findet immer jemanden, der die gebrauchten. Nee, das passiert ganz oft bei uns sogar und da sind wir auch super stolz drauf, dass wir haben eine ganz große, breite Schicht an Wiederholungstätern, wie wir es so gerne sagen. Denn du merkst natürlich doch mal nach 1-2 Jahren, vielleicht hat sich was verändert, vielleicht kommen die Kinder nicht mehr mit, dann willst du dich verkleinern oder auch vergrößern, je nachdem. Und da sind wir immer bereit, die Autos einzutauschen und das passiert sehr oft und das freut uns auch. Ist er dicht? Der ist dicht, ja. Okay. Die Autos bekommen alle ihre Dichtigkeitsprüfung bei uns natürlich, wenn sie in der Vermietung sind sowieso und bekommen ihren Check nach der Vermietung, ihren Check vor Übergabe bei uns von unseren geschulten Service-Mitarbeitern in unserem Service-Center hier in Speyer. Alexander, du weißt, warum ich frage. Mhm. Denn wenn ich von privat kaufe, muss ich ja selber ein Feuchtigkeitsgerät mitnehmen und selbst dann bin ich nicht gefeit, weil es hätte ja auch ein Schimmelschaden sein können, der irgendwie da ist. Das ist hier das Schöne bei euch, ihr seid als Hersteller in der Gewährleistung drin, bis zu 5 Jahre, hast du mir erzählt. Ja, naja gut, Gewährleistung geben wir generell, aber das, was wir jetzt in dieser Gebrauchtwagenaktion vor allem machen, ist, dass wir die Garantie auf das gesamte Fahrzeug, Chassis, Kühlschrank, alle technischen Geräte, auch Markise, auch der Fahrradträger, den wir hier sehen, diese ganze Garantie werden wir ab Erstzulassung 5 Jahre ausweiten, durchziehen. Das heißt, normalerweise hast du bei uns ab Werk hast du 2 Jahre und dann bekommst du eben nochmal 3 Jahre extra von uns aktuell geschenkt. Das heißt, du hast 5 Jahre auf alles. Das ist ein mega Auto. Also hier siehst du, man kann das Ganze dann noch später aufrüsten, wenn man das unbedingt möchte, auch mit Luftfahrwerk. Hier ist schon sehr, sehr viel verbaut. Was mir direkt aufgefallen ist hier bei dem Auto, du hast eine SAT-Anlage mit eingebaut. Also hier kannst du Fernsehen gucken. Guck mal, hier eine automatische SAT-Anlage, die ist hier oben drauf. Da hat aber einer richtig schön, was hat der, wo kommt der ungefähr her, weißt du es? Naja, das Fahrzeug kommt ziemlich sicher, weil er hat letztes Jahr auch die Zulassung im Juni erst 2023, würde ich mal ganz klar spontan sagen, das kommt aus unserer eigenen Vermietflotte, hat nur 16.000 Kilometer drauf, also nicht viel gefahren und ist standardmäßig ausgestattet eben dann für ein Vermietfahrzeug bei uns, Fahrradträger, Markise, Rückfahrkamera, Isofix, dann hat er eben die SAT-Anlage und den Fernseher, komplett alles. Also das sieht mir sehr nach jungem Vermietfahrzeug aus unserer eigenen Flotte aus. Ja. Okay, also hier bekomme ich ein Fahrzeug, das mehrfach durchgecheckt wurde. Nach jedem Vermietvorgang hat der Kunde natürlich gesagt, ja, das hier, das war vielleicht mal ein bisschen locker, das hier muss so nachgestellt werden. Ja. Also die kleinen Wehwehchen sind alle behoben. Ja. Jetzt gucken wir mal hier rein. Gerne. Das Coole ist, dass du die Kinder mitnehmen kannst, aber nicht nur die Kinder, hier hinten können auch 2 Erwachsene liegen, oder? Ja, ja, klar. Da können 2 Erwachsene liegen und du kannst auch das untere Bett umklappen. Du Zeig siehst mal. Auf der anderen Seite. Ach, da ist eine große Tür. Auf der anderen Seite hast du eine große Tür. Das kannst heißt, Fahrräder und du kannst auch mal gucken, ob es offen ist. Müssen wir mal schauen. Das Auto ist jetzt nicht vorbereitet gewesen auf den Dreh. Nee, es ist natürlich zu. Ja, hier oben ist leider zu. Aber du zeig's mal gerade. Ja, zeig's mal innen. Also hier vorne sieht man nämlich ganz klar eine große Tür auf der Seite. Mhm. Das Bett kannst du anheben und vorne arretieren. Da vorne sind diese Schnapper. Genau. Da bleibt das dann hier oben stehen, wenn es mal kurz nur mal anliftest, dass man mal sieht. Und dann ist eine Garage riesengroß. Mhm. Bin ich am Ort angekommen, lade ich die Fahrräder aus. Ja, also das geht super easy, wie du siehst. Ne? Also du kannst das ganze Ding hier hoch machen und dann kannst du hier alles vollladen, wie du willst. Und es kann sogar noch einer oben drüber schlafen. Mega. So, das heißt also während der Fahrt
da müsste ich dann die Sachen, wenn ich mal kurz anhalte, auf dem Rastplatz, auf der Durchreise nach Spanien und so, da muss ich mir was einfallen lassen. Aber hier insgesamt 4 Personen, da würde ich aber auflassen. Oder? Ja, das Auto ist auch auf 4 Tonnen gerade hier. Das Auto ist auf 4 Tonnen, deswegen hat es auch so wenig Kilometer wahrscheinlich. Das ist ein mega Grundriss, das ist ein Riesenfahrzeug, aber da musst du natürlich was machen mit dem Gewicht, klar. So, Betten. Hier hinten könnten die Eltern schlafen, aber hier wollen die Kinder eigentlich schlafen, weil das immer so schön gemütlich ist. Ja, klar, du kannst hier zuziehen, und dann hast du hier dein eigenes Reich. Ja? Das ist also wirklich mega. Die Kinder haben dann wahnsinnig Spaß mit so. Rauchschutz gibt es auch? Ja. Sag mal bitte. Hast du, der ist hier vorne. Hast du hier die einen? Ja, da ist der Rauchschutz. Also wenn die Eltern jetzt sagen, hey, ich will meinen Sohn, den ich jetzt 10 Jahre durchgezogen habe, ja, den will ich auch noch weiter behalten. Dann ist der Rauschutz ganz gut. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Geh ruhig mal vor, bitte. Ja, mache ich, Alexander. Gerne. Und dann schauen wir mal. Also Küche ist hier direkt im Eingangsbereich. Das ist natürlich mega, weil da brauchst du es auch. Weil die Leute natürlich dann beim Grillen, wenn draußen der Grill steht, als allererstes mal die Küche brauchen. Ja. Und ja, oder du kannst hier sogar, du machst hier das Fenster auf. Kannst durchreichen. Und kannst durchreichen, ja. Oder halt auch das Geschirr dann hier wieder reinholen. Also das Auto ist ein richtiges Wohnmobil. Damit kannst du richtig was machen. Das ist ausgelegt für Familien. Und trotzdem haben wir auch hier unsere Luxusklappen von Technoform mit Blumenscharnieren. Also alles auch hier High-End. Das ist richtig teuer. Ja, das, also wenn ist, du, das ist richtig teuer. Gerade Klappen sind viel billiger. Ja. Und das liegt auch daran, ihr macht den Job jetzt seit über 30 Jahren und du kannst alles bestellen, was du willst. Du kannst sagen, ich hätte gern gerade, ich hätte gern, also hier diese Optik auch mit dem Hochglanz, mit den eingelassenen Sachen. Lebensdauer von den A-Hörnchen. Habt ihr welche, die 20 Jahre alt sind? Ja, absolut. Ja. Ich habe auch einen, hier können wir auch mal ein Video drüber drehen. Der ist aus 2002, 2003. Den haben wir letztens erst zurückgekauft vom Kunden, der sich einen neuen gekauft hat. Gibt es immer wieder mal. Das ist die Leiter. Und das hier ist die Parkposition für die Leiter? Ja, das ist zum Parken. Ne? Und dann machst du die hier weg und stellst du die an. Okay, verstehe. So, hier eine Garderobe noch mit dabei. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den nächsten Raum rein. Ja, hier ist das Badezimmer, wenn du da mal vielleicht einen Blick einwerfst. Für 4 Personen brauchen wir ja auch ein ordentliches Badezimmer mit extra abgetrennter Dusche. Was Schönes, ihr habt etwas Besonderes gemacht. Ihr habt diese ganzen Spiegel habt ihr angewinkelt, sodass auch kleinere Personen im Winkel, so wie ich hier, bin ja hier mega klein, wie ihr seht, mich auch komplett sehen kann. Und dann hast du klein, aber fein. Ist das in der Praxis ausreichend? Naja, das kommt ein bisschen auf das Dusch- und Toilettenverhalten an von jedem. Du hast aber oben drüber hinter dem Spiegel auch nochmal einen Schrank, ne? Also du kannst den auch aufmachen. Ja, ich probiere mal, ob ich den aufkriege. Einfach ziehen und dann geht er auf. Hast du auch noch mal ein bisschen was? Dann unten drunter Toilettenpapier und so kommt hier rein, ne? Also ich sag mal, in jedem Wohnmobil musst du immer ein bisschen improvisieren, aber ich denke, hier kannst du schon eine ganze Menge machen. Auch ordentliche Verbinder habt ihr verwendet, die sind auch teuer, die ihr da im Einsatz habt. Naja, ich habe dir ja gesagt, es ist bei uns immer so, dass wir versuchen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit unserer Marke hinzubekommen und wir versuchen schon, das meiste Wohnmobil für das wenigste Geld immer hinzubekommen. Ich sage immer, richtig teuer wird's, wenn die Kisten 35 Mal zurückkommen zum Service, weil irgendwas, und da geht mal lieber hin und nimmt irgendwas, was ein bisschen besser ist, oder? Naja, es ist auch bei uns immer so, das Schöne bei unserer Firma ist, wir sind nah am Kunden. Ne? Das heißt, wir verkaufen an den Endkunden. Das heißt, wir sehen auch sofort, wo gibt es mal Probleme bei einem Bauteil. Das kann passieren und können das dann immer direkt in unsere Produktion wieder melden, um dann andere Bauteile zu verwenden. Das ist eben auch was sehr, sehr wichtig ist. Du bist oft in Italien. Ich bin sehr oft in Italien, ja. Aber ich bin auf der anderen Seite auch Vertriebsleiter bei uns. Das heißt, ich kriege auch mit, was will der Kunde, was wird gerade gefragt und was will der Kunde aber auch nicht. Und das ist immer ganz, ganz wichtig und das macht unsere Firma, denke ich, aus. Ja? Mach mal bitte auf, das ist ein großer Kleiderschrank. Eigentlich wie im Wohnwagen so groß. Das kennt man eigentlich nur aus dem Wohnwagen. So einen tiefen und großen Kleiderschrank. Ja, gut, gut, mit 4 Personen. Aber eigentlich auch ein ganz tolles Fahrzeug, wenn ich alleine reise. Ja. Denn ich habe hinten ganz viel Stauraum, den ich benutzen kann. Also für die Hinterachse. Ja. Hier kann ich Euroboxen, Systeme drauf machen. Ehrlich. Also könnte unten schlafen als Beispiel. Könnte hier vorne noch Sachen lagern. Jeden Abend woanders schlafen. Ja. Das stimmt. Naja, also jetzt kommen wir mal wirklich in was es so ganz, ganz selten noch gibt, ne, auf dem Markt. Also eine Doppelsitzgruppe. Und diese Doppelsitzgruppe hier, ich lasse dir mal ein bisschen Raum,
da können theoretisch hast du, da kannst du den ganzen Campingplatz einladen, wenn du hier eine Party machen willst. Da kannst du eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zu sechs kannst du hier sitzen. Du musst nicht umbauen, das ist ja der Riesenvorteil. Das heißt, vier Leute können schlafen, ganz bequem. Ja. Sogar bis zu fünf Leute, das Baby oder so, das kann ja vorne noch bei den Eltern liegen. Ja. Dann hast du hier natürlich ein Bett. Na und da sind wir, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, da sind wir eben auch spezialisiert drin. Das gibt es auch immer weniger, das Thema Alkoven. Aber dabei ist es so gefragt, denn gerade große Familien, die brauchen ein Bett vorne, du willst mal die Kinder in Alkoven bringen oder hier in dem Fahrzeug die Kinder nach hinten und die Eltern oben und du hast einfach getrennt schlafen, das ist einfach schon wichtig. Also ohne Umbauen? Ohne Umbauen, ja. Und du kannst natürlich, hier kannst du auch das ganze Thema nach oben fahren. Ist natürlich auch toll für die Transportsicherung, wenn du leichte Sachen hast. Richtig, das heißt, während der Fahrt kannst du da die ganze Bettwäsche oder alles, was du halt nicht hier unten haben willst, kannst du da oben drauf packen und lässt es einfach hydraulisch nach oben fahren. So, das darf während der Fahrt auch so bleiben, gell? Offen. Muss ich jetzt mal in die Straßenverkehrsordnung reingucken, ich denke auch. So, bitte mal hochmachen, dass wir mal gucken, was drunter ist. Unter der Matratze ist ein Lattenrost? Ja, natürlich. Welches Holzlattenrost? Ich bitte dich. Also Lattenrost ist wirklich überall bei unseren Fahrzeugen. Ja, siehst du ja immer öfter diese Folie. Matten. Nee, oder nicht Folie. Da gibt es so ein Vlies, was drunter kommt. Ein Luftvlies. Ah, okay. Statt, noch nie gesehen. Aber das hat ja noch einen Vorteil. Das ist einmal für die Entlüftung, für die Durchlüftung. Ja. Und zum Zweiten federt es natürlich nochmal richtig. Ja. Ja. Das heißt, der Komfort. Ihr habt Standardmaße bei Matratzen, was ganz wichtig ist, wenn ich mir mal eine neue oder vielleicht eine hochwertigere Matratze kaufen möchte oder ein Topper oder so irgendwas, das hier kriegt man, weil das sind rechteckige Maße. Ja. Du hast ja ganz oft so riesen Mega-Sondermaße. Mhm. Das ist hier ein bisschen anders bei euch. Ja. Also wir schauen auch wirklich, wir haben über die Jahre immer, wenn ich mir überlege, 2013, was wir noch für Matratzen hatten, da haben wir uns jedes Jahr immer verbessert und heute haben wir wirklich sehr, sehr gute Matratzen und auch sehr, sehr gute Polster. Ich muss sagen, wirklich, wenn du dich hier hinsetzt, du hast wirklich einen tollen Sitzkomfort. Ja. Da ist natürlich das Thema Raumgewicht so ein Thema. Du musst leicht sein. Auf der anderen Seite dürfen sich die Polster nicht nach zwei, drei Jahren durchsitzen. Ja. Das ist eine Quadratur des Kreises. Klar. Und du bist ja am Schluss dafür verantwortlich, wenn du etwas bestimmst. Mhm. Du musst es vorher getestet haben. Das ist eine hohe Verantwortung, oder? Ja, natürlich. Also die Polster, man versucht natürlich immer dicker zu werden. Wobei, da gibt es auch neue Materialien. Und natürlich allzu schwer und allzu stark dürfen sie auch nicht sein. Am Ende sage ich dir auch, du kannst auch bei uns immer zwei Jahre später, wenn du willst, tauschst du die Polster aus. Mhm. Beziehungsweise hier ist es auch so, dass du den Stoff abnehmen kannst und komplett neu beziehen kannst. Die sind sehr tief. Ja. Also die Sitzfläche ist, also du kennst ja so Polster, wo du immer alles runter. Nein, das ist hier ordentlich. Ja. Was ich schön finde, ist, hier oben kann auch einer schlafen, der kann oben zuziehen. Mhm. Hier kann man schon mal spielen. Ja. Hier kann man Hausaufgaben machen. Ja, weil du hast ja nicht immer nur Sonne, ne? Mhm. Also wenn es mal wirklich regnet, kannst du hier drin auch sein und an deinem Kopf ist der Fernseher, den wir vorhin draußen schon gesehen haben, die Sat-Anlage. Ich zeig das gleich automatisch. Mal. Smart TV auch ist das. Sag mal, hier hast du eine Fahrhaus-Klimaanlage mit drin. Ja. Wenn ich den auflaste ordentlich, dann kann ich natürlich auch eine Aufbauklimaanlage könnte ich haben. Ich kann Lithium einbauen bei euch. Ja. Das heißt alles. Also, du kannst alles nachträglich aufrüsten. Ja. Ich kann aber mit der Grundversion schon mal starten. Ja, natürlich. Also das Auto, wie gesagt, ist jetzt beispielsweise, war in der Vermietung. Hier sind Leute mit gefahren, hat gut funktioniert. Es riecht nicht nach Hund, ist kein Raucherfahrzeug. Naja, wir haben auch, muss man dazu sagen, wir haben Ozonreinigung. Wir stellen hier Ozongeräte rein. Das wird alles desinfiziert. Also die Autos sind tipptopp, ja. Aber es ist schon ein Unterschied, Alexander. Wenn ich natürlich einen Hund habe, der zwei Jahre hier fest drin gewohnt hat oder der kommt mal eine Woche, zwei, dann ist das ein Riesenunterschied. Ich rieche einen Hund. Ich gehe hier rein. Also ich gucke mir gerade einen Gebrauchtwagen an und ich gehe mit der Nase rein, weiß sofort, hier war ein Hund drin. Da sagt er, nein, das kann nicht sein. Dann zeige ich dem die Haare, die sie vergessen haben in der Reinigung. Aber hier, ganz ehrlich, aber auch das Thema Reinigung. Ihr habt viele glatte Oberflächen, die gut abwaschbar sind. Absolut, ja. Und vor allem haben wir auch, ich habe dir das schon mal auch damals hier, siehst du, wenn du hier mal drauf guckst, das ist innen drin auch GFK. Also wir haben nicht nur außen GFK, sondern haben auch drinnen überall GFK. Das heißt, du kannst es einfach abwaschen und das ist auch der Grund, warum du hier keine Gerüche drin hast, weil hier sind oft Tapeten oder irgendwas und das hast du hier nicht. Voll GFK, einfach mit Wasser abwaschbar.
Ja, was auch cool ist, ihr habt keine Strukturoberflächen massive. Mhm. Das ist ja auch ein Problem mit der Reinigung. Ja. Am Anfang ist das ganz nett, aber der Schmutz geht ja in die Struktur rein. Ja. Das heißt, du musst dann reinigen. Der ist ja goldig. Wie viel Zoll hat der denn? Ja. Das ist, glaube ich, ein 19 Zoll Fernseher. 19 Zoll. Da hast du recht, da könnte man einen größeren einbauen. Aber das ist ja auch wirklich das, was ich sage, ist ein großer Vorteil. Wenn du bei uns jetzt einen Gebrauchtwagen kaufst, dann kannst du den natürlich auch technisch so umrüsten lassen, wie du willst. Willst du einen großen Fernseher, kriegst du einen großen Fernseher. Willst du irgendwie WLAN hier drin haben, machen wir dir WLAN. Brauchst du eine Anhängerkupplung, machen wir dir eine Anhängerkupplung noch rein. Alles bei uns machbar. Ich liebe diese kleine Sitzgruppe. Die hat nämlich einen riesen Vorteil. Mhm. Du könntest die zum Bett umbauen oder diese zum Bett umbauen. Kannst beide zum Bett umbauen, ja. Genau, kannst beide oder nur eine und dann kann er immer noch essen. Natürlich. Ohne Umbau. Ja. Also, ja, das ist echt ein Raumwunder hier. Ihr seid die Spezialisten für Wohnmobile unter 100.000 Euro, das kann man schon sagen. Absolut, ja. Also bei euch ist nahezu alles. Habt ihr mittlerweile ein Fahrzeug, das die 100.000 knackt? Nein. Nein. Nein, kriegst du nicht hin. Und ich sag dir auch ehrlich, wir versuchen schon, dass wir wieder in die andere Richtung irgendwie auch gehen bei den neuen Fahrzeugen. Ja? Also die letzten Jahre ist das alles ein bisschen abgehoben. Einstiegsmodelle auch mal. Und wir gucken, dass wir wieder Einstiegsmodelle bauen. Und da sind wir auch sehr erfolgreich mit. Und das funktioniert auch alles gerade sehr, sehr gut. Also Truma-Heizung, hier ist ein richtiger Gurtbock mit drauf. Mhm. Das Ganze soll Isofix. Natürlich auch Isofix. Mhm. Ist Serie immer Isofix? Bei den Fahrzeugen, ja. Also das ist so ein Familienauto ohne Isofix macht ja keinen Sinn, ne? Schön. Stauraum hier drunter. Ist hier noch Stauraum? Ja, naja, gut. Du hast hier hast du den Frischwassertank. Hier hast du ein bisschen Stauraum. Und was wir hier hast du ein bisschen die Technik drunter, ja. So, also ein schöner Gebrauchter. Zeig mal bitte den Preis nochmal, dass wir den sehen. Also kostet jetzt 57.900. Das ist ja irre. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut. Also wenn du dir anschaust, dass das Auto 75.000 gekostet hat, Listenpreis, und jetzt sind wir bei 57.9 und das nach einem Jahr, das ist schon sehr, sehr, sehr günstig. Vom Händler wohlgemerkt. Ja. Also ich muss ja immer sagen, du kriegst ja bis zu 4 Jahre Garantie. Das ist vielen ganz wichtig, dass sie zum Beispiel, fängt schon an bei der Kaufpreiszahlung. Ja. Da geht es ja Hand in Hand mit Briefaustausch und so Scherzen. Mhm. Da wird auch viel gemauschelt. Mhm. Man kann, glaube ich, bedenkenlos euch die Kaufsumme überweisen. Ne? Ja, ja. Na, das, das sowieso. Also uns gibt es seit 30 Jahren und ich muss ja auch wirklich sagen, das Geschäft bei uns läuft auch sehr, sehr gut aktuell. Also von daher braucht man sich bei uns keine Gedanken machen. Wir sind eine sehr große Firma. Aber das Schöne ist, was du hier jetzt in diesem Auto auch drin hast, ist ja ein technisches Auto. Du hast hier in diesem Preis, hast du jetzt Garantie, das ist ein 23er Zulassung, 24, 25, 26, 27, 8, du hast bis 2028 volle Garantie auf das Fahrzeug. Auch auf den Fernseher. Mhm. Auch auf alle technischen Bis 28. Geräte. Ja, bis 2028 hast du volle Garantie auf dieses Fahrzeug. Das heißt, ich kann zu euch nach Speyer, nach Frankfurt kommen und kann sagen, das und das geht nicht. Genau. Sehr schön. Also, ihr merkt schon. Kühlschrank, wo ist eigentlich der Kühlschrank? Ja, hier ist der Kühlschrank. Da ist 145 Liter. Ein Tetraord. Großer Automatikkühlschrank, stellt sich von alleine um. Mit Gefühl. Eisfach, alles dabei. Also und hier hast du auch nochmal Stauraum oben drüber. Mikrowelle. Auch die kannst du reinmachen. Also, wenn ihr Lust habt, von den Fahrzeugen hast du Dutzende da. Ja. Mittlerweile, die kommen auch zurück aus der Vermietung. Wir zeigen noch ganz kurz die Kochfelder. Dreiflammen-Kochfeld hier auf der Seite mit elektrischer Zündung. Ja, und Zündung dabei. Dann zusätzlich noch eine Spülmöglichkeit. Mhm. Und wir gehen raus. Ende Mai 2024, wir sind bei Ahorn Camp. Ich drehe ja schon mittlerweile ein paar Jahre. Guck mal hier, so ein kleines Detail, dass du wirklich eine Aufbautür hast mit Fenster, die auch wirklich getauscht werden. Guck, hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Schaden. Ja. Das wird noch dann zum Beispiel getauscht. Aber sowas müssen wir auch mal finden bei den Autos. Hier ist was passiert. Da muss ich aber schon genau hingucken. Ja, ah, die Scheibe ist gerissen. Die Scheibe ist gerissen, die wird natürlich dann immer noch getauscht vor Auslieferung. Das ist so eine gerissene Scheibe, das ist immer. Ja, passiert. Ist aber doppelt verglast, das heißt, draußen ist nichts passiert. Nee, du siehst draußen nicht mal was. Ja, siehst noch nicht mal was. Da sind wir. Ahorn Camp mit dem Kanada AS, ein richtiges Familienmodell. Stell ich mal kurz davor, dass man mal einen Größenvergleich hat. 1,80 Meter. Höhe sind wir wahrscheinlich bei 3,40 Meter. Der ist bei 3,15 Meter. 15. Ja. Sehr schön. Alexander Reichmann, Andreas. Vielleicht im nächsten Leben. Tschüss. Ciao, ciao.